Horizon Forbidden West gibt es jetzt endlich auch für den PC und es ist eine fantastische Portierung geworden. Vielleicht eine der besten, die ich je gesehen habe. Sony und vor allem das Portierungsstudio Nixes Software legen hier wirklich vor und zeigen, das sollte eigentlich immer der Standard sein. Und meine große Hoffnung ist, dass das auch tatsächlich zum Standard wird, zumindest was Portierungen von Nixes Software angeht, denn die machen dieses Jahr, das ist schon offiziell, ja im Mai auch noch die PC-Umsetzung von Ghost of Tsushima und wahrscheinlich auch noch die Umsetzungen von God of War Ragnarok, Demon's Souls, also dem Remake und vielleicht auch Gran Turismo 7 und The Last of Us Part 2. Und wenn diese ganzen Spiele in einer ähnlichen Qualität rauskommen wie jetzt Horizon Forbidden West, dann werden eure Portemonnaies bluten, doch ihr werdet vor Freude weinen. Denn auf dem PC können diese Spiele endlich zeigen, was sie wirklich können. Damit will ich nicht sagen, dass Horizon Forbidden West und Co. auf der PlayStation, gerade auf der PlayStation 5, nicht schon fantastisch aussahen. Aber auf dem PC muss man mit der passenden Hardware halt keine Kompromisse mehr machen. Und das hebt die optische Qualität dieser Spiele im besten Fall nochmal auf ein ganz neues Niveau und verbessert natürlich auch das Spielgefühl, denn sie laufen flüssiger, ihr könnt mehr erkennen und es ist insgesamt einfach die beste Variante, in diesem Fall jetzt Horizon Forbidden West zu spielen auf dem PC. Und das ist ja was man leider nicht so oft sagen kann, da wurde in den letzten Jahren viel zu oft geschlammt. Selbst beim Vorgänger, also bei Horizon Zero Dawn auf dem PC, als das Spiel rauskam, brauchte es jede Menge Patches, damit es dann tatsächlich halbwegs rund lief. Ich habe es vor 2 Jahren, glaube ich, nochmal ausprobiert und hatte selbst da noch ein paar kleine Probleme, auch wenn es schon viel, viel besser war als zum Release. Aber Horizon Forbidden West jetzt in der Complete Edition zusammen mit dem Add-on Burning Shores ist nicht nur ein unglaublich umfangreiches Paket und ein grundsätzlich sehr gutes Spiel, es ist halt auch technisch wahnsinnig sauber. Ich bin hier durch die Welt gerannt, durch die Steppen geritten, habe die Kamera schnell hin und her gedreht und immer darauf gewartet, dass es jetzt mal irgendwann ein bisschen ruckeln wird, dass die Framerate mal ein bisschen einbrechen wird. Aber nein, es blieb immer stabil. Außer vielleicht, wenn man mal ein Menü geschlossen hat. Aber das ist wirklich zu vernachlässigen. Im eigentlichen Gameplay ruckelt da nichts und ich spiele sogar schon mit DLAA, damit ich die beste Bildqualität bekomme. Klar, ich habe jetzt die Framerate auf 60 FPS gelockt, weil das für mich immer das Ziel ist, das ich erreichen möchte, um einen Haken hinter flüssiges Gameplay zu packen. Natürlich geht mehr. Natürlich könnte ich das auch mit 120 FPS spielen. Ich kann ja zum Beispiel auch DLSS nutzen, Frame-Generierung, AMD FSR, XS. Also es gibt Optionen, um da noch mehr rauszuholen, aber 60 FPS sind für mich immer ein Richtwert, dass ich sage, okay, ab jetzt ist das Spiel flüssig. Gerade so eine Art von Singleplayer-Spiel. Ein super schneller Ego-Shooter, da bräuchte ich vielleicht tatsächlich mehr FPS, aber bei dieser Art von Spiel, 60 FPS sind mein Ziel und die werden erreicht und gehalten. Ja, ich spiele natürlich auch auf einem recht guten System. Der Prozessor ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Das ist ein Ryzen 9 5900X, aber ich habe auch 32 GB RAM drin und vor allem eine 4090, also eine der besten und leider auch teuersten Grafikkarten, die es aktuell gibt. Aber das hier ist auch ein Spiel, das meiner Meinung nach durchaus gute Hardware verlangen darf für das, was es zeigt. Das ist eins der schönsten Spiele, die man aktuell haben kann und ich spiele wirklich mit allen Details auf Anschlag. Es gibt übrigens auch 21:9 Unterstützung, 32:9 oder auch 48:9, wenn ihr auf 3 Monitoren spielen wollt. Auch der DualSense Controller wird erkannt, allerdings da auch nur komplett, wenn ihr das Ding über ein Kabel anschließt, aber das liegt eher am DualSense Controller als am Spiel selbst. Also das muss man immer, wenn man den voll nutzen will, am Kabel haben. Ansonsten gibt es natürlich auch eine Maus- und Tastatursteuerung und die ist wirklich richtig gut umgesetzt. Erstens lässt sie sich komplett umstellen. Also ihr könnt jede Tastenbelegung umändern. Es gibt auch immer eine zweite Option, also eine Funktion könnt ihr auf 2 Tasten legen. Das ist super flexibel. Die Steuerung ist auch so, obwohl sie relativ voll geknallt ist, gut beherrschbar, so wie sie in der Standardeinstellung ist. Ihr könnt auch die Maustasten, also auch die Seitenmaustasten frei nutzen und belegen. Ich habe zum Beispiel mir auf die Seitenmaustaste den Ping gelegt, um die Objekte in der Umgebung mir anzeigen zu lassen. Es gibt auch sonst unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten, sowohl beim HUD als auch bei den Grafiken, als auch bei der Steuerung, als auch bei den Accessibility-Optionen. Das war schon in der PlayStation 5 und PlayStation 4 Version so. Es ist jetzt auf dem PC aber nochmal erweitert. Unter anderem gibt es auch endlich einen Field of View Slider. Also ihr könnt den Kameraausschnitt um Aloy herum erweitern.
könnt also mehr sehen. Die Szenen jetzt hier im Video, die ich aus der PC-Version aufgenommen habe, waren komplett immer mit dem maximalen Field of View aufgenommen. Aber nur mal zum Vergleich, hier ein paar Szenen aus der PlayStation 5 Variante, wo die Kamera doch spürbar näher an der Hauptfigur dran ist und man dadurch gerade an den Seiten einfach weniger sieht. Jetzt mal von der allgemein besseren Bildqualität der PC-Version und auch den höheren Bildraten abgesehen, ist der Field of View Slider tatsächlich für mich die beste Erweiterung dieser Umsetzung bislang, weil ich es einfach mag, wenn ich mehr vom Level erkennen kann, wenn ich mehr Übersicht habe. Denn jetzt großartige neue Grafikeffekte sind gar nicht drin. Also es gibt zum Beispiel kein Raytracing. Das Spiel ist auch so richtig, richtig hübsch. Allerdings an der einen oder anderen Stelle wären Raytracing-Reflexionen oder vielleicht auch Raytracing-Ambient-Occlusion nochmal nett gewesen. Die Schatten bräuchten zum Beispiel nicht unbedingt mit Raytracing gemacht sein. Die sind auch so richtig, richtig gut. Aber auch das Level of Detail wurde im Vergleich zur PlayStation 5-Version kaum angefasst. Also ihr habt immer noch Detail-Pop-In in der Entfernung bei bestimmten kleinen Level-Details und man kann die auch nicht massiv weiter hochpushen. Vielleicht wird das später durch Mods möglich. Es wäre natürlich auch eine super Gelegenheit, mal bei so einem Spiel, das ich ja auch im Longtail verkaufen soll. Ich meine, wofür haben wir Plattformen wie Steam heutzutage, dass man Spiele auch 10 Jahre später nochmal kaufen kann und sie nicht einfach aus den Ladenregalen verschwinden. Es wäre cool, wenn in ein paar Jahren vielleicht nochmal ein Update rauskommen würde, dass das LOD etwas höher pusht, denn das ist vielleicht diese eine grafische Stelle, wo man noch am meisten merken wird, dass es Limitierungen gibt. Also in der Entfernung, wenn man sich Objekten nähert, sieht man einfach, okay, jetzt lädt er die detailliertere Variante von dem Objekt. Und wenn in ein paar Jahren die Hardware gut genug wäre, wäre es cool, wenn man das weiter rauspushen könnte. Aber wie gesagt, vielleicht übernehmen das auch einfach Mods. Ich weiß nicht, wie tief man in das Spiel reingehen kann, was Mods angeht. Werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen oder Monaten hoffentlich dann sehen. Aber ist auch nicht ganz so wild. Es sieht immer noch toll aus, nur ich hätte gedacht, dass die PC-Version da vielleicht ein bisschen mehr macht. Insgesamt gibt es aber zumindest besseres anisotropes Filtern. Das heißt also, die Texturen am Boden zum Beispiel bleiben auf längere Sicht schärfer erkennbar. Aber ansonsten erwartet jetzt keine komplett neuen Effekte. Also die volumetrischen Wolken zum Beispiel, die ja nochmal mit dem Burning Shores Add-on überarbeitet wurden, sind eigentlich die letzte auffällige grafische Detailverbesserung, die es jetzt für Horizon Forbidden West gab. Die PC-Version sorgt in erster Linie für mehr Stabilität, mehr Bildqualität, aber nicht irgendwie für neue Effekte. Dafür ist die PC-Version, zumindest wenn man mit Maus und Tastatur spielt, aber ein bisschen leichter als die Konsolenversion, einfach weil man schneller, präziser zielen kann. Es gibt aber genug Schwierigkeitsgrade, also wenn es euch zu einfach ist, schraubt den einfach nach oben. Ich habe es aber als ganz angenehm empfunden, weil man etwas schneller durchs Spiel kommt und Horizon Forbidden West ist ein sehr umfangreiches Spiel, habe ich ja schon gesagt. Also mit der Story-Erweiterung könnt ihr allein für die Kampagne so um die 40 Stunden einrechnen und dann habt ihr noch nicht mal allzu viel von dem Nebenkram gemacht. Also man kann hier problemlos über 60 Stunden drin verbringen, wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr, wenn man wirklich jede Ecke bis ins kleinste Detail erkunden will. Ich muss gestehen, für mich war relativ bald auch schon wieder die Luft raus, weil ich Aloy in diesem Teil ein bisschen langweilig finde und auch die Geschichte ein bisschen langweilig finde, aber das ist eine ganz persönliche Einschätzung. Also Horizon Forbidden West ist nicht, wie ich finde, das geilste Open-World-Spiel, in dem ich unendlich viel Zeit drin verbringen will, aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Es ist auf jeden Fall eine der geilsten PC-Umsetzungen und eins der schönsten Spiele, was es momentan gibt. Ob es nun auch gleichzeitig eins der besten Spiele aktuell ist, das würde ich an dieser Stelle nicht entscheiden. Es hat meinen Geschmack nicht mehr ganz getroffen, also nicht mehr so wie der erste Teil, wo es noch dieses große Mysterium gab. Das hat mir hier einfach ein bisschen gefehlt. Deshalb hat es mich nicht so doll durchgezogen durch das Abenteuer. Aber die PC-Version ist zumindest ein Hoffnungsschimmer dafür, dass es ja wohl doch irgendwie möglich ist, High-End-Grafik, High-End-Technik zu liefern und sie fantastisch zu optimieren, sodass sie auf entsprechender Hardware auch wirklich stabil und flüssig läuft. Umso frustrierender ist es hingegen, dass es so viele Gegenbeispiele dafür gibt, gerade in den letzten Monaten und Jahren. Aber Horizon Forbidden West zeigt, nein, es ist nicht mein PC, der vielleicht nicht gut genug ist. Es sind die Spieler, die nicht gut genug optimiert sind. Was? Wenn das nicht Aloy ist, die Retterin von Meridian. Gesalbte der Nora. Du weißt, dass ich diesen Namen hasse.
Was jetzt aber tatsächlich bei der PC-Version von Horizon Forbidden West ein bisschen schade war, hat gar nichts direkt mit dem Spiel zu tun, sondern nur mit den Rahmenbedingungen. Denn das Spiel kam jetzt am 21. März raus, also nur wenige Stunden vor zwei anderen neuen großen Open-World-Spielen, Rise of the Ronin, exklusiv für die PlayStation 5, und vor allem Dragon's Dogma 2. Und während Dragon's Dogma 2 zwar gerade aktuell sehr viel Wut auf sich zieht, aus verschiedenen Gründen, Mikrotransaktionen, schlechte Performance, dieser Blödsinn mit dem nur ein Spiel starten können, zieht es vor allem aber auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Und das wirkt sich auf die Spielerzahlen aus, auch auf die von Horizon Forbidden West. Im Vergleich zur PC-Version des Vorgängers, also Zero Dawn, hat Forbidden West bislang nur rund die Hälfte der maximalen gleichzeitigen Spieler auf Steam erreicht. Ja, das Spiel gibt es auch im Epic Store, aber trotzdem, es ist ja ein Indikator. Forbidden West hat es bislang auf rund 35.000 Spieler in der Spitze gleichzeitig aktive Spieler geschafft. Zero Dawn hatte es zum Release immerhin auf über 56.000 gleichzeitige Spieler auf Steam geschafft. Also ich bin gespannt, wo am Ende Forbidden West landet, und ich hoffe, dass es nach hinten raus ein Verkaufserfolg ist. Auch allein damit Sony sieht, die Plattform PC lohnt sich für sie auch weiterhin, denn wir hatten zwar starke PS4 und PS5 Releases auf dem PC. Wir hatten aber auch ein paar schwächelnde Titel dabei. Offensichtliche Kandidaten wie Sackboy, aber auch nicht ganz so offensichtliche Kandidaten wie Uncharted. Auf jeden Fall hoffe ich trotz dieses etwas schwächeren Starts für Forbidden West, dass Sony weiterhin Studios wie Nixes Software die Zeit und das Geld gibt, damit gute PC-Versionen umgesetzt werden, denn sie zeigen, es ist offensichtlich möglich. Und meine Hoffnung ist natürlich in erster Linie, dass irgendwann mal ein Bloodborne für den PC kommt, aber ich würde mich natürlich auch mega über eine sehr gute Demon's Souls Umsetzung und demnächst ja dann auch über Ghost of Tsushima auf dem PC freuen. Also ich hoffe, dass hier ein Trend sich weiter fortsetzt. Wir hatten ja schon ein paar gute Umsetzungen von Nixes Software für den PC von PlayStation-Titeln, aber es wäre halt super, wenn das sich wirklich langsam als Standard etabliert und der PC hier glänzen kann, denn auch die PlayStation 5 ist inzwischen schon wieder etwas in die Jahre gekommen und zeigt bei den Neuveröffentlichungen, wir sehen es ja zum Beispiel auch gerade bei Rise of the Ronin, dass die Technik einfach links und rechts an ihre Grenzen kommt, auch wenn Rise of the Ronin von Hause aus jetzt kein sonderlich eindrucksvolles technisches Spiel ist, aber man muss auch bei den absoluten Top-Titeln auf der PlayStation 5 inzwischen oft Kompromisse zwischen Leistung und Bildqualität machen, und auf dem PC muss man diese Kompromisse mit einer optimierten Version im Idealfall und der passenden Hardware halt nicht machen. Deshalb ist diese Plattform so toll und so wichtig, und sie ist natürlich auch wichtig für den Erhalt von Spielen, denn nur auf dem PC kann ich in ein paar Jahren in Auflösungen und mit Frameraten spielen, die man sich zur Originalveröffentlichung der Konsolenversion wahrscheinlich niemals hätte träumen lassen. Aber okay, ich schweife ab. Machen wir es kurz. Horizon Zero Dawn auf dem PC. Geil. Kaufen. Bis zum nächsten Mal. Euer Fritz.